Ja, ich konnte mich schon mit 15 nicht an mich erinnern. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Und der Teufelwähler will halt beim Erfolg dabei sein. So einfach ist das. Mit den Ampelministern sind ja mehr Stylisten unterwegs wie mit Heidi Klum. Barbie, Bock und Hapken. Wann steht denn jemals an der Tankstelle geschrieben, das Benzin kostet die Quadratwurzel aus 8 Euro? Na, der Sommer war doch ganz locker. Was? Wenn der Aiwanger uns nicht die Vergangenheit reingedrückt hätte. Natürlich unter dem Druck des Obersten Gerichtshofs Süddeutsche Zeitung. Und auch Merz sucht ja schon für Aiwanger nach einem sicheren Herkunftsland. Aber die Gegenwart war unverändert, nicht? Weil die Regierung eine Menge dafür getan hat. Guck mal, wenn du den Fuß in Gips hast, da sind nach 4 Wochen keine Muskeln mehr da. Nach 6 Wochen Kabinettspause hast du einen gewaltigen geistigen Muskelschwund. Nicht so bei Lindner und Paus und Faeser und, wie heißt der andere, Scholz. Die haben hart trainiert und deswegen ist alles wie bisher. Gesteigerte Unfähigkeit, Konflikte zu lösen, große Begabung, unfertige Gesetzesvorlagen einzureichen und eben auch die Qualifikation, keine Kompromisse zu finden. Aber komm, ja, wir wollen nicht so viel klagen. Es gab ja auch Meseberg, nicht, ja? Das große Kaffeekränzchen, doll. Wo man am Anfang nicht wusste, ob es bezahlt werden kann als Wirtschaftstreffen, weil ja die Wirtschaftsförderung von dem Lindner noch blockiert war sozusagen. Und als Kindergartenfest konnte man es auch nicht bezahlen, weil die Pausche Kindergrundsicherung nur 2,4 Milliarden eingebracht hat und so. Aber egal, ist egal. Egal, ob da was rauskommt oder nicht, ist völlig egal. Wichtig war, das ist bei diesen Treffen immer so, die sehen immer toll aus, nicht die Regierung. Einfach elegant, mit Niveau. Kein Wunder, mit den Ampelministern sind ja mehr Stylisten unterwegs wie mit Heidi Klum. Obwohl sie von der noch nie ein Foto gekriegt haben. Was mich, ich muss auch mal was sagen, mit diesen Ministern sind Hunderte von Beratern am Start, die, weiß ich nicht, Gesetze und Ideen und Verhalten vorformulieren und so, dass denen nicht einer mal gesunden Menschenverstand und Rationalität und Relation beibringen kann. Weißt du, nur als Beispiel, die beiden Grünen, Habeck und Baerbock, hauen im Jahr an Steuergeldern 3, 4, 5, 6, 700.000 Euro raus, nur für Fotografen und Maskenbildner und Friseure, die sie zurechtzuppeln in der Öffentlichkeit. Ja, bitte. Lauterbach gibt nur ca. 25.000 Euro. Ja gut, da sieht man auch, was dabei rauskommt. Aber Baerbock? Entschuldigung, kann sie die Fummelfrisur nicht mitmachen? Sie wird doch morgens duschen. Also, kann sie die Haare nicht mitduschen? Oder lässt sie auch duschen? Denkst du sich, ach, der Barbie-Film hat so einen Erfolg. Wenn wir auch so stylen uns, dann sind wir am Ende Barbie, Bock und Hapken. Demnächst in Pink. Rosa färben tun sie ihre Politik ja schon. Ja, dann gucken sie blöd aus der Wäsche, wenn der Wähler sich abwendet und AfD wählt. Aber da, man muss auch sagen, das hängt auch wirklich damit zusammen, kann ich dir sagen. Ja. Weil dauernd berichtet wird über den Erfolg der AfD. Ist doch klar. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen und der Teufelwähler will halt beim Erfolg dabei sein. So einfach ist das. Das Rechte ist wie Alkohol. Ein Tropfen reicht zum Rückfall und alle sind volltrunken. Lauter Flaschen zwar, aber alle hochprozentig. Das ist auch Quatsch, die AfD verbieten zu wollen. Das ist auch so eine Idee. Wenn wir jetzt eine neue Grippewelle haben im Winter, da kannst du auch nicht sagen, wir verbieten die Viren. So, die Nazi-Viren können extreme mentale Störungen auslösen, wenn der Deutsche nicht reingepresst wird in eine Zwangsjacke namens Demokratie und Rechtsstaat. So ist es. Aber auch dann kann dich eine Jugendsünde einholen. Oder eine Judensünde von Aiwanger. Ah, nee, also wirklich. Aber da kommst du auch drauf an, wie reagiere ich heute da drauf? Ja? Mit einem Flächenpflaster Ausrede oder mit Selbstamputation oder mit Amnesie? In 25 Antworten, ja, ich konnte mich schon mit 15 nicht an mich erinnern. Also egal. Das Problem ist, weißt du, bleib ruhig. Der Deutsche ist da einfach infiziert. Ja? Weil er vor fast 100 Jahren nicht aufgepasst hat, hat sich angesteckt und hat gelernt, es macht Spaß, andere zu bespitzeln. Nicht?
Schuldige für alles zu finden, auf Schwache einzuschlagen, Ausländer rauszuekeln. Und dann reichen ein paar Einzelfälle und hast den Salat. Wenn 2, 3, 4 Freibäder in Berlin plötzlich zu Kampfarenen werden von differierenden Kulturen. Und es auch ohne Wellenangebot kommt zu Wellen der Gewalt. Ja, aber da musst du mal gucken, warum ist es, hat doch, wieso gerade jetzt in Berlin und warum gerade in den Freibädern? Weil, ich sage es dir, kurz vorher wurde in Berlin entschieden, dass in den Freibädern Frauen rumlaufen und schwimmen dürfen, oben ohne. Ja, pff, das ist doch klar, dass die Hormone von zumeist muslimischen Männern explodieren. Die dürfen vor der Ehe keinen Sex haben. Also, ja, aber das weiß man doch, das musst du einkalkulieren und darauf reagieren. Warum müssen dann muslimische Männer in diesen Freibädern nicht rumlaufen und schwimmen? Unten ohne. Ja, da würdest du gleich die Reaktion sehen und könntest darauf reagieren. Sexpuppen auslegen für einen schnellen Gebrauch. Naja, nur bitte, ja bitte. Hat doch keinen Zweck, die Menschen zu verurteilen für das, was ihre Triebe sind. Pragmatisch sein. Ja? In New York geht's. Da wissen junge Frauen, hier, wenn ich mich sommerlich anziehe, kommen die Kommentare gleich von allen Ecken. Nicht? Was machen sie? Sie tragen in der U-Bahn weite Subway-Shirts. Ist traurig, aber hilfreich und pragmatisch. Ohne Wut eingehen auf die Natur des Menschen. Ja, dazu brauchst du aber Bildung. Bildung braucht es dazu. Und da wäre wieder die Kindergrundsicherung von der Paus notwendig. Aber die will ja nur die Armut bekämpfen mit der Bildung. Obwohl, Armut bekämpft man ja mit Bildung. Also verstehe, das Fass wird ja auch gerade wieder aufgemacht mit dem Schulbeginn. Nicht? Obwohl es da auch wieder heißt, ach, die Kinder verblöden alle. Ja, da haben sie auch geschrieben, ein Viertel der Kinder können nach der 4. Grundschulklasse nicht lesen und nicht schreiben. Ja, ja, das kann sein, schön, aber die Intelligenzien verschieben sich ja. Wer heute mit 6 Jahren in die Schule kommt, hat ja schon eine 4-jährige autodidaktische Ausbildung hinter sich zum Computerfachmann. Und dann hören die Kinder, was noch mehr Bildung, die drehen da durch und kriegen Panik, dass sie beim Kauf eines Smartphones nicht beantworten können, wer ist Karl der Große. Naja, und denken sie, brauche ich wirklich Mathematik im Leben? Wann steht denn jemals an der Tankstelle geschrieben, das Benzin kostet die Quadratwurzel aus 8 Euro? Aber egal, komm, trotzdem muss man sagen, wir wollen es nicht kleinreden, Bildung geht uns alle an. Vor allem, weil sie uns auch oft belästigt. Schon weil am Ende der Schulferien wieder alle Autobahnen verstopft sind.